Garry Kasparow, liebe Zuschauer, ist immer noch derselbe Garry Kasparow beim ersten Duell gegen den Computer. Aber der Computer ist es nicht mehr. Software und Hardware sind besser und schneller geworden. Hello, I'm Maurice Ashley along with Grandmaster Danny King. Well, last year Kasparov lost to the computer and it was running on a 90 MHz. Das war die Kapazität des ersten Computers gegen den Garry Kasparov im Jahre 1994. Sich seine Niederlage einhandeln, seine mittlerweile legendäre Niederlage. Der Computer gegen den Garry Kasparov in London die dritte und letzte Runde, das letzte Gefecht bestreiten wird, ist mit 150 MHz Kapazität noch wesentlich leistungsfähiger. Die Regeln des Duells, 250 Minuten Spiele stehen auf dem Spielprogramm und wenn es nach diesen zwei Spielen unentschieden heißt, entscheidet eine Blitzpartie darüber, wer sich mit dem Titel des Meisters in diesem Duell Mensch gegen Computer wird schmücken können. Well, the computer is so powerful now that even the pure calculation das reine Tempo des Computers, seine Fähigkeit, in kürzester Zeit alle möglichen Züge oder fast alle möglichen Züge durchzuchecken, wird in der Lage sein, ihm einige Spiele zu gewinnen. Aber Garry Kasparov ist zuversichtlich nicht unbedingt gegen mich. Ein Spitzenspieler wird gegen einen Computer immer ein paar Trümpfe im Ärmel haben wollen. Wir sehen, ob Garry Kasparov in der Lage war, seinen Worten auch Taten folgen zu lassen. Fred Friedel, der Mann, der für die Software, der für Fritz 4 zuständig ist, ist ebenfalls guter Dinge, aber er kennt die Grenzen seines Software-Systems sehr, sehr genau. Er sagt, wenn Garry Kasparov eine nach seinen Maßstäben unübliche Eröffnung spielt, wenn er defensiv spielt, dann wird mein Programm Schwierigkeiten haben, sich gegen den Weltmeister durchzusetzen. Und in der Tat, Garry Kasparov schien es seinerseits geahnt zu haben. Er hat schließlich gelernt aus den ersten beiden Duellen gegen den Computer. Garry Kasparov spielt eine nach seinen Maßstäben in der Tat sehr, sehr konservative, oder sollte man vielleicht besser sagen, sehr, sehr solide, kompakte Eröffnung. Sie sehen es hier, die Entwicklung Kasparovs Figuren sehr, sehr zögerlich. Er verzichtet darauf, hier frühzeitig das Zentrum direkt und selbst zu besetzen. Er zieht es vor mit seiner Eröffnungsvariante, dem sogenannten Nimm zu indischen Spiel, das Zentrum ein bisschen aus der Distanz unter Kontrolle zu halten. Eine indirekte, moderne, aber eben für Kasparovs, nach Kasparovs Maßstäben sehr, sehr unkonventionelle Eröffnung. Kasparov bringt jetzt seinen Läufer ins Spiel, aber immer noch eine sehr, sehr konservative. Und Sie sehen es auch hier allein aus dieser Einstellung, auf den ersten Eindruck, diese kompakte Eröffnung, die weißen Figuren sehr viel lockerer positioniert. Der Computer hier hat eine eher aggressive Eröffnung gewählt. Kasparov weiß natürlich, auch das hat er gelernt, dass es in Spielen gegen den Computer gilt, in erster Linie kleinste Fehler zu vermeiden, auch Positionsnachteile zu vermeiden, denn dies ist die Stärke des Computers, wie Kasparovs alter Kontrahent Anatoly Karpov, nur in noch weitaus stärkerem Ausmaß ist der Computer ein Meister darin, kleinste Vorteile auszunutzen, auszuspielen, in das Endspiel hinüberzuretten und daraus dann entscheidende Vorteile herauszuziehen. Und das ist eine der großen Schwächen des Computers. Der Computer im Zweifelsfalle in komplexen Positionen neigt dazu, Material mit Material zu vergleichen. Und der Computer ist nicht ähnlich in der Lage wie ein menschlicher Spieler, positionelle Vorteile als einen Faktor in die Gleichung mit einzubeziehen. Das Material zu diesem Zeitpunkt ist gleich. Aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass Garry Kasparov sich bereits hier Mitte des Spiels, ich will nicht unbedingt sagen entscheidende, aber substanzielle Vorteile erarbeitet hat, was das Positionsspiel angeht.
vergleichen Sie die Position der Bauern auf beiden Seiten. Das ist vielleicht im weiteren Verlauf der Partie noch deutlicher. Kasparovs Bauern stützen einander, addieren einander, Sie sehen es, während die Bauern des Computers mit den weißen Steinen, die weißen Bauern isoliert wirken, schwach oder zumindest potenziell schwach. Töne, keine Musik bei Kasparov, eine fast perfekte Harmonie auf dem Brett. Körpersprache bei Garry Kasparov verrät einem ja immer sehr viel darüber, wie er selbst die Position einschätzt. Und man sieht Garry Kasparov in dieser Phase der Partie ein Bild der Zuversicht. Auf der linken Seite des Brettes insbesondere scheint Garry Kasparov sich einen spielentscheidenden Vorteil herauszuarbeiten oder man könnte vielleicht mittlerweile sogar schon sagen, herausgearbeitet zu haben. Bringt jetzt seinen König mit hinzu, um zunächst einmal den Turm dort, den weißen Turm zu vertreiben, aber insbesondere um seinen zwei Bauern entscheidende Unterstützung zu geben. König und Turm, eine sehr, sehr starke Kombination, um diesen beiden Bauern auf der A- und B-Linie zum Vormarsch auf die letzte Reihe des Gegners zu verhelfen. Immer noch das Material vergleichbar. Mittlerweile hat Schwarz auch hier Vorteile, aber der entscheidende Vorteil, eigentlich den Kasparov schon seit einer geraumen Weile hat, ist nicht materiell, sondern positionell. Mittlerweile hat der Computer Kasparovs verbliebene Bauern vom Brett gefegt, aber seine entscheidenden Vorteile nicht materieller Natur. Man kann nicht oft genug darauf hinweisen, man kann es nicht oft genug unterstreichen. Kasparov hat die einfach überlegene Position. Er braucht seine Bauern, übrigen Bauern nicht. Das Einzige, was er braucht zum Sieg, sind hier die zwei Bauern, die innerhalb kürzester Zeit sich in Damen verwandeln werden. Garry Kasparov wird ungeduldig. Ein menschlicher Spieler hätte hier längst resigniert, hätte längst aufgegeben. Und erst jetzt zieht auch der Computer den unvermeidlichen Schluss, dass diese Partie für ihn nicht mehr zu gewinnen, nicht einmal mehr zu einem Unentschieden zu retten ist. Garry Kasparov gewinnt Spiel 1 und braucht jetzt in Spiel 2 nur noch ein Unentschieden, um als Sieger aus diesem Duell hervorzugehen. Ob es ihm gelingen wird, das verraten wir Ihnen nach einer kurzen Einblendung. Bleiben Sie dran. Eurosport präsentiert das erste Snooker-Weltranglistenturnier aller Zeiten in Deutschland. Mit den 16 weltbesten Spielern. Der Champion Stephen Henry, Mr. Snooker himself, Steve Davis, The Rocket, Ronnie O'Sullivan, Shooting Star John Higgins. Back for the Jackpot, 40.000 Pfund für den Sieger. Die German Open in Frankfurt, heute 15.30 Uhr bei Eurosport. London, liebe Zuschauer, der Schauplatz des letzten Gefechtes zwischen Mensch und Computer, zwischen Garry Kasparov und dem Fritz 4 Intel Pentium Schachcomputer. 172.000 Positionen in der Sekunde kann dieser Computer durchchecken, durchgehen. Eine ganz, ganz erstaunliche Zahl, aber dies ist eine Methode, die möglicherweise zu gewissen Ergebnissen führen kann, aber die von ihrem Wesen her begrenzt zu sein scheint.
Ein bisschen vergleichbar vielleicht der Methode eines, in Anführungszeichen, Dichters, der das ganze Lexikon durchgeht, um das passende Wort in einem Gedicht zu finden. Ein richtiger, in Anführungszeichen, Dichter würde anders vorgehen und auch Top-Schachspieler gehen dementsprechend anders vor. Garry Kasparov hat hier mit seiner, mit der menschlichen Methode den Computer in Spiel 1 vor letztlich für ihn unlösbare Probleme gestellt. Und Kasparov braucht jetzt im zweiten Spiel mit den weißen Steinen lediglich ein Remis, um dieses dritte Duell zu gewinnen. Vielleicht ein wenig erstaunlich, nicht unbedingt das richtige Wort, aber würde es sich hier um einen menschlichen Spieler handeln, würde man sagen, gewiss frappierend die Eröffnung, die der Computer wählt. Nicht unbedingt die Eröffnung, die ein menschlicher Spieler wählen würde, wäre er mit dem absoluten Zwang konfrontiert, ein Spiel gewinnen zu müssen. Ein Damen-Gambit, eine Eröffnung, die Kasparov selbst schon ein paar Mal gespielt hat. Zuletzt in Spielen gegen Anatoly Karpov, eine Eröffnung, die Kasparov gut kennt, die er verworfen hat, nachdem er sich gegen Karpov mit dieser Eröffnung ein paar schmerzhafte Niederlagen einhandelte. Man darf davon ausgehen, dass Garry Kasparov diese Eröffnung besonders gut kennt, in all ihren Varianten durchgearbeitet hat. Der Computer also hat hier in diesem für ihn so wichtigen Spiel eine Eröffnung gewählt, mit der er sich auf Garry Kasparovs Terrain begibt. Und Garry Kasparov ist hier in der Lage, in den ersten Zügen der Partie entscheidende positionelle Nachteile zu verhindern. Das eine, man könnte sagen, interessante Variation, eine Art Doppelattacke der Dame auf den Springer und einen wichtigen Bauern von Kasparov. Aber wie oft im Schach ist auch dieser Zug nicht ohne Tücken, ohne störende Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkung ist in diesem Falle, dass der Bauer auf D5 doch relativ isoliert dasteht. Und dies ein Bauer, auf den in der Tat sich Kasparov in seinen Attacken in der Folge konzentriert. Kasparov rettet sich hier, ist vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort, aber es gelingt ihm hier ein paar Abtauschmanöver zu provozieren. Auch das kann nicht im Interesse des Computers liegen. Diese Vereinfachung der Position, immer gut für den Spieler, der ein Unentschieden sucht, und das ist in diesem Fall natürlich Garry Kasparov. Ein Zug, der Garry Kasparov ein bisschen, für den Moment zumindest, verwirrt oder zumindest verblüfft hat. Die Attacke auf die weiße Dame. Kasparov muss die Dame zurückziehen. Der schwarze Läufer rückt jetzt nach vorn auf ein Feld, auf dem Kasparov zunächst Probleme hat, ihn zu verscheuchen. Die beiden Bauern des Computers auf der linken Seite, unterstützt von Turm und Dame, ein wichtiges Gegengewicht zu Kasparovs Positionsvorteilen auf der rechten Seite des Brettes. Aber dies immer noch keine Position, bei der man von deutlichen Vorteilen des Pentium-Computers sprechen könnte. Kasparov scheint hier in der Lage zu sein, sogar leichte Positionsvorteile ins Endspiel hinüber zu retten. Ein Zug des Computers, mit dem Kasparov vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat,
einige doch recht interessante Verteidigungsmanöver des Computers. Kasparov versucht, den schwarzen Läufer dort aus dem Herzen seiner Verteidigung zu verdrängen, hat ihn zumindest zunächst einmal an den Rand gedrängt. Und jeder Abtausch bringt natürlich Kasparov seinem Ziel näher, eine Remis aus dieser Partie herauszuholen. Eine Position, die hier nicht gerade Funken schlägt. Kasparov für den Moment damit zufrieden, die Wogen zu glätten bzw. zu verhindern, dass diese Wogen sich überhaupt kräuseln können. Und der Computer hier, wenn man ihm menschliche Motive oder menschliche Beweggründe unterstellen könnte, nicht in der Lage, nicht willens, diese Partie zu beleben. Kasparov bringt seine beiden Türme auf eine Reihe. Das ist normalerweise eine gute Vorbereitung für eine Attacke. Aber Kasparov hier nicht unbedingt an Angriffszügen interessiert. So zumindest der Eindruck, der hier in den ersten 28 Zügen der Partie entstanden ist. Versucht jetzt das Computer, seine Bauern weiter nach vorn zu bringen. Sie in die Schlacht zu werfen. Und ein weiteres Abtauschmanöver. Ein weiterer kleiner Sprung nach vorn. Die Verteidigung von Kasparov weiterhin solide, die Stellung auf dem Brett weiterhin vereinfacht und dann, was relativ selten passiert, ein fehlerhafter Zug des Computers, so hat es zumindest den Anschein, ein Zug, der Kasparov hier vor ein schwieriges Dilemma stellt, mit einem schwierigen Dilemma konfrontiert. Was soll er tun? Soll er seinem Instinkt folgen oder seinem Kopf gehorchen? Sein Instinkt gebietet es ihm hier sicherlich, auf Sieg zu spielen. Sein Kopf, seine Vernunft sagt ihm, es ist besser, das Unentschieden zu retten. Er hat nur noch etwa 8 Minuten Zeit und die Position ist nicht unbedingt sehr vielversprechend. Kasparov muss etwas riskieren, um hier zu gewinnen. Will er das tun? Ist er bereit, möglicherweise hier das Unentschieden zu riskieren, um auch Match 2 zu gewinnen? Wir sehen zwei Bauern, einen weiteren Bauern rechts, die beiden Bauern auf der E- und F-Reihe, allerdings haben jetzt keinen Bauern mehr vor sich, können unterstützt werden durch den König, also das ist durchaus etwas, womit Kasparov etwas anfangen kann. Und Kasparov entschließt sich dazu, seinem Instinkt zu folgen. Der Angriffsgeist ist mit ihm durchgegangen und Kasparov versucht hier auch dieses Match zu gewinnen. Der Computer nicht völlig ohne Optionen, ein Gegenspiel zu entwickeln. Sie sehen das, auch der Bauer auf der H-Linie, der schwarze Bauer, ist relativ weit vorangeschritten und Weiß hat nicht mehr allzu viele Möglichkeiten, diesen Bauern aufzuhalten. Guter Zug von Schwarz, ein Zug, den Kasparov ganz offensichtlich nicht in seinem Plan berücksichtigt hatte.
Kasparovs Siegchance ist dahin. Man sieht es ihm an, er ist enttäuscht. Die Enttäuschung über die entgangene Siegchance im Moment wesentlich größer als die Freude über das Unentschieden, das sich andeutet. Das in der Tat kaum noch zu vermeiden ist. Das Unentschieden in diesem Moment ist geschlossene Sache. Enttäuscht Kasparov aber nur für einen Moment. Am Ende sicherlich überwiegt, wenn schon nicht unbedingt der Enthusiasmus, das ist sicherlich nicht das richtige Wort, sondern die Genugtuung, dieses Match gewonnen zu haben. World Champion Garry Kasparov defeats the Pentium 1.5 to 1.5. Garry Kasparov also setzt sich durch. Well, my feeling is that in spite of the faster processing power, you know, computers still have a long way to go. Was für ein Fazit kann man ziehen aus diesem Duell Kasparov gegen den Intel Pentium Schachcomputer? So I think it's going to be some time before the best. Das Problem, das der Computer hat, scheint nur schwer zu überwinden zu sein. Ein exzellenter Spieler aus Fleisch und Blut wird immer Mittel und Wege finden, einen Computer vor unlösbare Probleme zu stellen. Vor allen Dingen dann, wenn er die Gelegenheit hat, sich mit dem besonderen Spielzügen, der besonderen Spielweise eines Computers anzufreunden, vertraut zu machen. You know, I have quite a steady hand if I have enough time. Und in der Tat, Garry Kasparov nicht allzu beeindruckt mit der Spielweise des Computers. Er zumindest hätte solche Fehler, sagt er, nicht gemacht. Und auch Fred Friedel weiß, so sagt er offen, Kasparov ist natürlich der stärkere Spieler. Wir können das Tempo, die Leistungskapazität unserer Computer stets erhöhen, aber die grundsätzlichen Macken, die Art und Weise, wie Computer Schach spielen, die Brute Force Methode, die können wir im Moment zumindest noch nicht ändern. Fortschritte werden nur über eine weitere Vergrößerung des Denk- des Rechentempos erzielt werden können. Und diese Fortschritte natürlich sind vom Wesen her begrenzt. Well, for Danny King, I'm Maurice Ashley. Liebe Zuschauer, wir bedanken uns für Ihr Interesse und sagen, bis demnächst am Schach bei Eurosport. Tschüss und auf Wiedersehen. Intel Grand Prix wurde Ihnen präsentiert von Intel. Der Intel Grand Prix wird Ihnen präsentiert von Intel. Meisterschaft 1995 sind zu Ende. Der Zweikampf der Schachtitanen auf dem Dach von New York, der 107. Etage des World Trade Center, hat einen Sieger. Der Vorhang zu und viele Fragen offen. Was entschied das Match von New York und wer? Die Sekundanten oder die Spieler? War dies der Anfang vom Ende der Ära Garry Kasparov? Eurosport will heute versuchen, in einem Rückblick auf das WM-Turnier einige dieser Fragen zu beantworten. Neben mir heute wie gewohnt Großmeister Erik Lobron. Erik, 20 Spiele in 4 Wochen, das war das Format, nachdem dieses Turnier ausgetragen wurde. Anders als die WM-Turniere der FIDE zuvor, war das ein Vorteil für den Weltmeister oder war das eher ein Vorteil für seinen jungen Herausforderer? Michael, ich würde sagen, dass das ein Vorteil für den Weltmeister ist, denn je kürzer das Match ist, desto besser findet er sich doch mit seiner ganzen Matcherfahrung zurecht. Für den Herausforderer ist es natürlich schwieriger, sich erstmal an diese Situation zu gewöhnen und sich mit dem Druck und mit der Spannung abzufinden, die er sicherlich in so einem Match auf einem lastet. Eines stand zumindest fest, eines ergab sich früh als erstes Zwischenresultat, als erste Zwischenbilanz dieses Turniers. Garry Kasparov
war mit einer relativ entspannten Einstellung, so hatte es den Anschein, an den Schachtisch gegangen. Er ließ seinem Gegner zunächst einige Zeit, sich zu akklimatisieren, sich auf Garry Kasparov einzustellen. Es war nicht der Kasparov, der der Schachwelt bekannt war aus seinen vorangegangenen Turnieren, der hier gegen Anand am Brett saß, sondern, ich will nicht unbedingt sagen, ein lethargischer Garry Kasparov, aber doch ein Garry Kasparov, der jetzt am alten Aggressivgeist hier und da fehlen ließ. Spiel 3, eines der ganz wichtigen, eines vielleicht der zentralen Spiele, Erik, dieses Turniers, denn Anand hatte eine klare Chance, dieses Spiel zu gewinnen und vielleicht diesem Turnier eine andere Richtung zu geben, anders als die, die es letztlich nahm. Mit Sicherheit wäre das Ganze anders verlaufen, wenn er hier in dieser Partie seine Chancen wahrgenommen hätte. Es ist wieder mal die Neidorf-Verteidigung, Kasparovs Lieblingsverteidigung. Erst später kam er zu einer anderen, giftigeren Variante. Aber hier hat er zunächst einmal, wie schon so oft, die Neidorf-Verteidigung gewählt. Und wie in der ersten Partie entwickeln sich die Geschehnisse zunächst einmal ganz nach bekannten Mustern. Die Scheveninger-Verteidigung der Neidorf-Verteidigung ist für den einen oder anderen vielleicht ein wenig kompliziert, aber es ist halt ein sehr... Die Eröffnungen sind halt sehr, sehr komplex und man muss halt sehr viele Namen für alle verschiedenen Möglichkeiten finden. Man muss vor allem jeweils im Kopf haben, was die korrekte Entgegnung ist auf eine bestimmte, auf einen bestimmten Gegenzug seines Opponenten. Und hier haben wir den Zugläufer D3. Das ist die erste Variante, die Anand eingeführt hat in diesem Spiel. Variante heißt das im Kontrast zu dem ersten Spiel dieses Turniers, das bis zu diesem Zeitpunkt genau nach dem gleichen Schema abgelaufen war. Eine etwas aggressivere Fortsetzung. Es ist ein wenig aggressiver, es ist allerdings nichts Neues. Dieser Zugläufer D3 wurde schon oft gespielt. Dieser Läufer, der wirkt natürlich eventuell mal gegen den schwarzen König. Wenn der weiße Königsbauer vorrückt, könnte doch dieser Läufer mal auf H7, also dem Bauern links neben dem König, dem schwarzen König, einschlagen und vielleicht irgendwelche Drohungen schaffen. Deswegen zog auch Garry Kasparov den Springer nach B4, um diesen Läufer auf D3 eventuell mal abtauschen zu können. Aber er kann sich auch noch Zeit damit lassen. Jetzt bringt er zunächst einmal die Dame an den Königsflügel, um dort den Druck zu verstärken. Ein ziemlich druckvoller Auftakt ist des jungen Inders. Ja, er hat hier schon ein bisschen, er hat hier Garry Kasparov doch in einige Kalamitäten gebracht, kann man sagen. Vor allem, dies war so eine, die kritische Stellung. Er droht jetzt zunächst einmal matt in einem Zug. Dame schlägt G7, wäre sofort matt. Aber damit rechnen wir nicht ernsthaft. Nein, aber hier ist es schon wirklich, wo sich etwas ganz Entscheidendes anbahnt. Weiß prescht jetzt mit den Bauern in der Mitte durch, öffnet die Stellung für die Läufer und stellt alle möglichen Drohungen gegen den schwarzen König auf. Und es ist hier wirklich nicht sehr leicht für Garry Kasparov noch eine vernünftige Verteidigung zu finden. Ziemlich selbstbewusst, wie Anand da in seine Kabine schreitet. Und Kasparov am Brett macht nicht einen sehr selbstbewussten Eindruck. Ja, er sieht schon die Drohungen kommen, aber das war noch ein relativ vernünftiger Zug, Turm F8. Aber auch dieser hätte nicht ausreichen sollen, denn hier konnte Anand wirklich ganz leicht mit E schlägt F6. Läufer müsste auf F6 zurückschlagen, der schwarze Läufer müsste zurückschlagen und dann mit dem entscheidenden Einschlag Läufer D3 nach H7 hätte er die Partie für sich entscheiden können. Stattdessen hat er den Springer auf C5 geschlagen und der Partie einen ganz anderen Charakter gegeben, einen ruhigeren Charakter. Hier hat er schon mal mit Sicherheit seine Chancen nicht wahrgenommen. Also wie die nachträglichen Analysen. Das wäre jetzt viel zu lang, das würde den Rahmen der Sendung sprengen, Michael, aber wie die nachträglichen Analysen der Experten erwiesen haben, hätte dieser Läufereinschlag auf H7 wirklich den Punkt gebracht und hätte vielleicht dem Match von Anfang an einen ganz anderen Stempel aufgedrückt. Es ist müßig, darüber zu streiten, aber woran könnte es gelegen haben, dass Anand diesen Zug nicht ausgeführt hat? Hast du ihn nicht gesehen oder hat er sich vielleicht davor gescheut, hier allzu aggressiv gegen den Weltmeister aufzutreten? Das ist vielleicht psychologische Gründe gehabt? Ich glaube, dass es einfach an seiner mangelnden Erfahrung liegt. Anand galt immer als Schnellspieler und oft wurde ihm der Tipp gegeben, dass er sich doch mal auf die Hände setzen soll und einfach vielleicht nochmal in die Stellung reinschauen soll, bevor er über voreilige Züge macht. Und das war einer dieser Fälle. Er hat für den alternativen Zug, also anstatt des gewinnbringenden Läuferopfers, das Schlagen auf C5, hat er nur ganz kurz überlegt, ich glaube 22 Sekunden und die Stellung, die schrie einfach danach, dass man da mal ein bisschen länger reinbrütet und nach Möglichkeiten gegen den König